Chance ist höher, dass einer von uns 30 gegenseitig anstatt dass uns Ist das die Freundin von gestern? Nee. Die ist super. Also was heißt super? Okay. Macht man. Wo sind die aber? Ich denke, nur Victoria ist das. Im Bottrum. Hä, hey, warum sind wir nicht da? Slim waist, big tits, fake big lips, love Essex chicks, AE, then I put AE in a whip. Ich zieh mich da ja selber rein, aber ich find's lustig. Junge, du bist dumm, AK, Digga. Du bist auf Krücken, was willst du machen? Ich bin ja genauso ein Versager wie ihr. Aber Bruder, ich seh das ein. ich war auch einige Male auf Krücken. Ich sag ehrlich, man kann trotzdem. Ja, okay. Und dann ist wieder. Wir sind jetzt am Yachthafen. So sieht der Yachthafen aus. Das ist unser Boot. So sieht das Ganze aus. Los geht's, ja. Lauf durch die Bank mit dem Rex in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Self-made rich. Das ist das Boot von oben. Also, ich sag ernst, sowas Sitzen und Chillen angeht, ist, glaube ich, sehr gemütlich. Ich werde den ganzen Tag hier mich in der Sonne hinlegen und einfach nur... Ja, genau, Film. Einer denkt, er ist roter Power Ranger. Meine Nachbarn rufen Amjas an, sie hören nur Ram, Bam, Bam. Power Ranger! Start die Scheiße, Bruder! Evo! Hey, ich fühle mich geisteskrank, ne? On the road again! Bewege mich bereits im Millionenbereich! Bin nicht mehr derselbe, heute bin ich selbst! Für alle, die jetzt nicht was. Also, ja. Nochmal von vorne. Für alle, die wissen, was jetzt passiert, ich weiß nicht, ich werde in den Sitz reingehen. Muss ich in den Sitz rein? Ey, ja, 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 ja. Also, ich werde jetzt Boot fahren. Oh, schwer. Komm, ja, komm. Sei mal, ich do Brasil, sei, mas. Falls jemand irgendwann Probleme im Meer hat oder im Wasser. Ich bin Rettungsschwimmer. Angenommen, Billy! Einer schreit, Billy! Kommt jetzt der Sprung des Vertrauens. Geil, ne? Wenn ich schwimme, so stellt, also immer, ich habe immer das Gefühl, wenn ich aus dem Meer komme, sehe ich aus wie der Größte. Ja, schaut mal jetzt, ja, ernst, oder? Leute, der Mann hat Probleme, ne? Du bist Playboy, ne? Nein! Du bist krass Playboy, ernst, Digga. Die Kippen gehören Omid. Yalla, goodbye. Omid wird heute saugen. Einfach roter Power Ranger. Einfach roter Power Ranger, seine Schulter. Wie oft habe ich in Urlaub gefragt, dass ich, ob ich ein geiler Ficker bin? Ich schwöre, jede Taxifahrt fragt er das 4-5 Mal. Ne? Was denn? Der fragt er. Wer ist der geilste Ficker? Bin ich ein geiler Ficker? Sei ehrlich, Berko. Ich bin ein geiler Ficker. Ich kann dir später den Standort schicken. Der lügt, der ist ein Arschloch. Mach neue Aufnahme, du kannst doch nicht. Mann, der schickt das. Ja, wolltest du nicht schicken. Ja, du warst so. Ich bin Asi, aber ich hab Herz. Herz, ja. Ja. Leute, ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr Asi seid, aber Herz habt, ist immer in Ordnung. Ist super. Nee, schlecht. Nein, super. Gib mir ernst. Ja, safe. Ich kann das voll nachvollziehen. Mach dir keine Sorgen, du bist nicht alleine. Du bist mit mir. Und wir haben tatsächlich kein Hotel, sondern wir haben ein Haus. Ich kann dir mal den Standort oder so schicken, aber ich muss dir ehrlich sagen, der Ausblick und das Haus sind unglaublich. Deswegen bist du eingeladen. Und vielleicht können wir uns hier einen entspannten Abend machen. Abgeschickt. Solide. Nicht, dass ihr macht. Ich schwöre. Die kommt nach Hause und sagt, ey, hallo, die hört zu meiner Stimme. Und sagt, ey, das ist der wieder, ne? Und ich dann nur so, Baby, grind on me. So, ihr seht diesen Berg. Ich habe Anfang des Urlaubs gesagt, ich will da unbedingt hoch und machen. Wir werden jetzt da hochgehen. Das sieht
vielleicht nicht so hoch aus oder nicht so weit, aber das ist wirklich ein ordentliches Stück. Ich weiß nicht, ob man das auf Bild wirklich realisieren kann, aber wenn wir oben sind, sehen wir uns. Das ist geisteskrank hoch. Boah! Ja, wir müssen aufpassen. Ja, ernst. Ernst aufpassen. Gestoßen! Oh, ein tut ernst weh. Ah. Ich bin on top of the mountain. Früher waren wir am Block nur am Saufen. Jetzt überleg ich, soll ich den Block kaufen? Ich kauf. Ritz meine Ecke! Ah. Oh. Was? Was? Ich nehme mal einen kleinen Hinweis für euch alle. Geht in die Natur. Das ist so wunderschön. Ernst? Scheiß auf die Flaschen im Club, Digga. Einfach mal kurz die Natur und die frische Luft genießen. I'm just trying to get my door up, then I'm gonna kick me out in here. Nein, I don't know about a prom. Wir sind ganz oben. Jetzt nochmal die View. Fake price is all fucked up with the exchange rate. Bei allem Spaß und so. Ernste Frage. Warum ist das Ding hier? Also, versteht keiner. Keine Ahnung, ob man das sieht, aber hier vorne sieht es aus, als wäre da eine Klippe. Hä? Wie soll ich da runterkommen? Ey, der Rückweg ist zum Kotzen. Bei allen schönen Momenten, die wir gerade haben. Nein. So stressig, ihr glaubt das gar nicht ernst. Ja, easy. Bitte, ey, Bro. Bitte pass auf. Bruder, ich kenne dich seit 14 Jahren. Ja. Ich weiß ganz genau, was du für ein Typ bist. Am Ende sitzen wir wieder unten zu Hause. Du guckst mich mit deinem Dackelgesicht an und sagst, tut mir leid, Bro. Hör auf. Ich sag euch offen ehrlich, gerade bereue ich, dass ich da oben war. Boah. Wow, wow, wow. Aussicht. Und der Moment 10 von 10, Rückweg 0. Es war so anstrengend, es war so steil. Bitte schaut euch meine Beine kurz an. Der Plan jetzt, dass ihr einen kleinen Überblick habt. Wir gehen jetzt noch mal was essen. Wir gehen zu Nusret, weil ich unbedingt noch mal zu Nusret wollte, weil ich den Burger und das ganze Fleisch wirklich liebe. Es schmeckt mir einfach wirklich sehr. Genau, wir werden jetzt zu Nusret gehen und Omid wird heute Sess haben. Wenn du sagst, dann muss ich, Bruder. Wenn du sagst, dann muss ich. Aber echt sehr, sehr nice. Ja. Karim! Ich hab uns mal Tacos bestellt. Warum nicht? Herr Aspen. Gib mir Zigaretten. Ich erzähle dir danach die Geschichte so. Oder? Nein, das kann nicht. Das kann nicht. Ich sag dir, wie es ist. Das kann nicht. Hast du gehört? Ich will doch gehen, warte. Ey. Übertreib dich. Ich bin doch gestern um 5 Uhr oder 4 Uhr nachts in die Zimmer so durchgegangen. Ja. Du warst unten. Warum? Bruder, weil ich Angst hatte, dass ihr nicht heimgekommen seid. Ach so. Und bin, ja, ich bin so aufgestanden und hab in die Zimmer geschaut, ob der und du und so da sind. Ich gehe so rüber zu Pat und Omid, die liegen da so. Und ich sag so, und? Omid so. Ja, hab ganz kurz reingehalten. Ich sag mir wieder Versager. Ganz kurz drin. Und dann kam aber der Name Berkan. Digga, nein, hä? Du hast einfach so geschwatzt. Der kommt wieder, der kommt so zu mir. Bruder, ich hab kurz reingehalten. Geh, mach mal. Bruder, das war Highlight Urlaub. Berkan, als wir den anderen gesehen haben, wie er da rum war. Das Lustige ist, ich sehe so, mein Berkan hat schon so. Ich hab schon gesehen, der war so in der Nähe, so. Der wollte schon. Digga, ihr kommt zu mir, ich pack meinen Pimmel an, ich hab alles vergessen. Ich schau so Omid an, Omid schaut mich an. Also, Bruder, die mir fertig lutscht. Ich seh, wie der rummacht, ich schwöre. Ich glaube, es ist einfach gegangen. Der labert, Digga. Entweder hast du den saubersten Penis der Welt.
Weil sie hat wirklich null Geschmack. Oder ist das geblufft, Digga? Warum bluffen, Digga? Keine Ahnung. Sehr unterhaltsam. Das kommt auf keinen Fall ins Video. Das kommt dumm. Nein, du übertreibst doch, Digga. Nein. Ich sitz da, auf einmal kommt eine Perle, so ein bisschen auch dickere, ne? Ja, die tanzt. Die macht so, die tanzt die ganze Zeit, die hat auch übertrieben, oder? Und dann kommt die so zu mir, ich sitz am Tisch, die sagt, Barkan, ich kenn dich. Ich so, woher? Dann die sagt so, Ahmed. Die sagt so, Ahmed. Nein, ich schwör's mir gleich. Ich will dir nicht, Bro. Die sagt so, Bro, weißt du, wie die aussah? Die war barfuß, Bro. Die war barfuß. Durch den Club. Die sagt, Ahmed. Ahmed bevorzugt schwarze Pussy. Die macht so, schwarze Pussy vor meiner Pussy. Sagt ihm, er ist ein Hurensohn. Und da sitzt er. Hättest du gemacht, bin ehrlich. Ernst? Ja. Ich wollte für dich klar. Ja. Ja. Das ist ja dumm, Digga. Bruder, 15 Minuten nachdem sein Das ist ein Fake News. Im Mund war, hast du mit dir rumgemacht. Digga, ich würde auch damit direkt einlutschen, habe ich kein Problem mit, Digga. Hast du dich nicht bepisst vor Lachen, Alter? Ich bin gegangen, Bro, ich schwöre, er ist gegangen. Frag Ahmed, ich schwöre sogar, ich bin piss. Ich hab gesagt, Ahmed, wir gehen jetzt. Ich bin mit Ahmed gegangen zu Taxi, ich wollte nach Hause gehen, ich schwöre. Ich bin gleich einer der besten Momente, als wir gesehen haben. Ich weißt du, was ich sag? Ey, ich schwöre, ich hab doch gehört, wie ihr gelacht habt. Willkommen zu Handsome. In dem Jet mit dir nach London. Bro, lass einen Fisch neben dir. Der denkt DJ Yeezy. Der denkt Yeezy. Hey, was ist das Übergang? Was ist denn da wieder was? Dem Bett, gib dir die Keys, du kommst zu Bett. Dein Body für mich perfekt. Hey, Ey, ich sag euch ehrlich, das ist mein Highlight vom Urlaub. Der Team, der Carriot. Hey. Verpiss dich, du. Let's go. Hey. Bleib immer der gleiche, der du warst. Mach das alles nur für dich und war mal doll wie digital. Und alle Sunshine, denk ich immer an Leid. Ist egal, wenn ich anschweige. Hallo, Feline. Hilfe! Richtig, richtig! Mit den Händen! Ich komme! Ob Champions League-Sieger oder nicht, wer ist der Macher? Hä? Natürlich du. Komm. Schläfchen am Morgen, verborgt Kummer und Sorgen. Hä? American Pie. Doch bin ich älter mal verwirrt, ey. Lass uns ein Wort in vor der Tür.